Ja, 45 Euro soll ich zahlen und halt noch die Verfahrenskosten. Nicht so schön, aber erwartungsgemäß, was soll man von diesem Staat sonst erwarten? Die Bande hält zusammen, ne? So. Irgendwie war da so ein bisschen zu merken, dass die Stadtverwaltung, die hat ja auch irgendwie heute noch ein Schreiben losgeschickt, dass sie bedingungslos hinter der Ordnungsmaßnahme steht. Und Gericht hat ja auch gesagt, ne? Das müsste auf jeden Fall verfolgt werden. Ich fand schon krass, wo er gesagt hat, die Außenwirkung ist entscheidend. Ne? Dass halt irgendwie eigentlich gar nicht darum geht, irgendwie so gucken, ob da einer rübergefahren ist oder nicht, sondern wenn es so einen Vorwurf gibt, dann darf man gar nicht in Frage stellen, sondern muss den so umsetzen. Und fand ich auch interessant, dass er gesagt hat, naja, egal was der Zeuge sagt, und wenn er sagt, er hat einen Zettel geschrieben, wo drauf steht, dass ich irgendwie schuldhaft bei Rot über der Ampel gefahren bin, dann gilt halt der Zettel. Und wenn der Polizist halt sagt, naja, okay, das ist meine Unterschrift, ich weiß halt auch nicht mehr, warum ich das da drauf geschrieben habe, aber wenn es da drauf steht, wird das schon passen, dann reicht das aus, eine Verurteilung zu machen. Und der Richter, der hat absolut keine Ahnung offensichtlich von der Rechtsmeinung, weil ja, nach allem, was die herrschende Rechtsmeinung ist, heißt, wenn es folgenlos ist, soll sowas eingestellt werden. Und der Richter, der hatte halt einfach Bock, jetzt irgendwie zu verurteilen. Und, naja, immerhin, er war genervt von 5 Stunden Rumprozessiererei.